Hi Leute, wir wurden von Yoshi's Tubeland getaggt, beziehungsweise wir haben sein Video gesehen und haben dann beschlossen, wegen Langeweile, wir sind jetzt getaggt. So, ja, wenn ihr sein Video sehen wollt, dann tun wir das in die Videobeschreibung. Genau. Ja, ich bin Lilou und... Ich bin Jedi. Genau, und wir haben hier seine, die Fragen und... Ja, genau. Wir wurden getaggt, der Tag, mit dem wir getaggt wurden, das ist der Ein-Wort-Tag, das heißt, wir haben hier mehrere Fragen. Die dürften wir nur mit einem Wort erklären. Oder ein Wort beantworten, genau. Und ja, also die erste ist, wo ist dein Handy? Schreibtisch. Auf Ladekabel. Dein Partner? Single. Single. Deine Haare? Zopf. Ja, Zopf. Also Zopf. Zopf. Deine Mama? Haus. Ich habe keine Ahnung. Warte, was sage ich jetzt? Auswärts. Dein Papa. Schläft. Hoffentlich. Vielleicht. Gassi gehen. Mitten in der Nacht, Gassi. Dein Lieblings. Das könnte sein. Okay. Dein Lieblingsgegenstand. Buch. Bücher. dein Traum von letzter Nacht. Schwimmbad. Abgedreht. Also verrückt, abgedreht. Verrückt. Dein Lieblingsgetränk. Kühl. Eistee. Dein Traumauto. Motorrad. Sonntag, weiß ich. Neu? Neu ist auch eine gute Idee. Der Raum, in dem du dich befindest. Zimmer. Freundin. Dein Ex. Weg. Früher. Deine Angst. Feuer. Werwölfe. Und deine Hassliebe für Werwölfe, ne? Was möchtest du in 10 Jahren sein? Lebendig. Gesund. Mit wem verbrachtest du den gestrigen Abend? Also gilt das dann auch für gestern, also heute, also Freitag? Weil heute ist ja schon Sonntag. Das ist ja dann gestern. Für gestern, also Freitag. Ja. Jedi. Was? Du warst hier. Ja? Ja. Hä? Es ist schon Samstag, schon mal. Jetzt ist Samstag. Lilou. Was bist du nicht? Männlich. Eine Cola-Flasche. Das Letzte, was du getan hast. Atmen. Dann müsste die Gesichter so denken. Tja, so ein Glück, dass wir das nicht tun. Film. Was trägst du? Top. Klamotten. Zu viele. Das ist zu heiß. Dein Lieblingsbuch. Viele. Mehr. Das Letzte, was du gegessen hast. Etwas. Süßigkeiten. Dein Leben. Chaotisch. Cool. Deine Stimmung. Koffeinhaltig. Müde. Obwohl, nein. Genau, das gleiche habe ich auch. Irgendwie warm, wach und trotzdem gleichzeitig total müde. Lebendig.
Gilt das als Stimmung? Ja, klar gilt das. Deine Freunde. Verrückt. Hier. Könnte man das jetzt hören? Ja, ich habe verrückt gesagt, sie hier. Woran denkst du gerade? Kopfschmerzen. Video. Was machst du gerade? Video. Es ist so schlau in so einem Tech-Video. Was machst du gerade rein? Starren. Dein Sommer zu... Abwechslungsreich. Sportlich. Was läuft in deinem TV? Welchem? Ich hab doch Kacke. Ich könnte jetzt dasselbe sagen wie du. Ja, mach das. Nein. Wann hast du das letzte Mal gelacht? Eben. Gerade. Wann hast du das letzte Mal geweint? Keine. Shit. Mir jetzt ein Wort. Nachdenk. Vergangenheit. Kann man das sagen? Ja. Schule? Bald. Ja. Nervig. Was hörst du gerade? Laptop brummen. Klatschen. Klatschen, wir dann so klatschen, ne? Liebste Wochenendbeschäftigung. Schlafen. Zocken. Und schlafen. Aber weil sie schlafen gesagt hat, zocken. Traumjob. Bewegungsreich. Entfernung. Außerhalb deines Fensters. Nein, noch dein Computer. Dein Computer. Zu Hause. Ja, alt. Ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast. Ich habe angesagt. Ja, an auch. Außerhalb meines Fensters. Ich wollte dein Laptop doch nicht beleidigen. Dunkel. Rot. Das ist außerhalb des Fensters, nicht ja, okay, innerhalb des Fensters. Aber es ist ja nicht, das hier ist ja gerade nicht mein Fenster. Ach so. Fliegengitter. Oh ja. Yeah. Bier? Nein. Mexikanisches Essen? Furzlastig. Ich weiß gar nicht, was das ist. Also ich sowas wie Chili con Carne, glaube ich. Oder Doritos oder sowas. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich esse das gar nicht. Ich auch nicht. Weil jetzt brauche ich ein Wort. Sag doch einfach unbekannt. Unbekannt. Oh. Gute Idee. Winter. Schnee. Schlitten fahren. Ja, das geht. Ist das ein Wort? Nein. Schlitten. Yay. Religion. Das kommt ein bisschen komisch, weil das ich nach Schlitten fahre. Tue ich eigentlich gar nicht, cool. Aber das ist eine... aber es ist voll cool. Nein, ich sag Schneeballschlachten. Ja. Religion. Atheistische Veranlagungen. Ja. Nicht vorhanden. Wer, das sind zwei Wörter. Ich schreib's zusammen. Dass du das zusammenschreibst, das kann ich mir denken. Urlaub. Schön. Wenig. Auf deinem Bett. Kissen. Bücher. Ja, so. Liebe. Herz. Jungs. Was denn? Kann man auch sagen. Das war's jetzt dann auch schon. Ja? Oh.
Ja, ich okay. glaube, wir haben das mit einem Wort-Tag nicht durchgehalten, weil man, glaube ich, nur die Fragen vorlesen darf und auch nur ja. ein Wort sagen darf. Egal. Ja, wir egal. Wir haben das so ungefähr getan. Wir haben es versucht. Genau. Tschüss.